So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge von Forza Horizon 3 und heute in nichts Geringerem als einem Dodge Challenger. Ja, netter Wagen. Er ist natürlich die neueste Generation. Ja, nett. Hat logischerweise Heckantrieb. Natürlich atemmäßig. Radschaltung ist nicht. Die haben eine nette 8-Gang-Automatik und eine V8. Ja, V8 kennt man. Einen großen V8, ja, mit 6,2 Liter Hubraum. Ist sehr, sehr nett. Aber die Jungs aus Detroit dachten sich, das ist ja viel zu wenig. Wir haben nochmal obendrauf noch einen schönen Kompressor. Haben sie natürlich auch gemacht. Und das bringt diesen Wagen auf sage und schreibe 707 PS. Und deswegen fahren wir heute den Dodge Challenger Hellcat oder Höllenkatze. Denn 707 PS sind wahrlich aus der Hölle. Denn das sind auf jeden Fall mehr PS als ein Lamborghini Aventador. Soll ich noch was sagen? Ich glaube nicht. Ich habe den Wagen auch schon umlackiert und schon Felgen drauf gemacht, denn ich habe den Wagen vorhin schon mal getunt. Der vergessen aber aufnehmen zu drücken. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Deswegen aber für euch nochmal das Ganze hier. Ich habe den Wagen nämlich ein wenig aufgebaut. Der ist hier schon in der A-Klasse. Ist jetzt für die Leistung nichts Ungewöhnliches, aber ist halt auch ein ziemlich schwerer Wagen. Aber was der Wagen nämlich richtig geiles hat, was ich richtig nett finde, nämlich ein Karosseriebausatz, also ein Bodykit. Denn für diesen Wagen ist hier erhältlich ein Bodykit von Liberty Walk. Und die Kiste ist breit. Das ist ziemlich nice. So. Dann natürlich muss die Karre bessere Bremsen haben. Weil ich knapp 2 Tonnen Gewicht, die muss noch gebremst werden. Tief muss die Karre. Weil die Karre, also der Wagen, der lag vorher wirklich relativ hoch. So, wir brauchen auch auf jeden Fall etwas weniger Gewicht, denn wir wiegen ja hier noch knapp unter 2 Tonnen, aber in der Serie sind es sogar knapp über 2 Tonnen, das ist zu viel. 1,8 Tonnen, das ist schon ein wenig besser. So, die ganzen Rennsachen wieder einbauen, nur das Beste vom Besten hier, von dem Guten. Was auch lustig ist, die Felgen, das sind ja welche von ADV1 und das bei der Felgengröße, die sind schon groß. Das sind vorne 21 Zöller. Das sieht man irgendwie gar nicht, finde ich. Die könnten locker noch ein Zoll größer. Finde ich zumindest. Also vorne und dann auch hinten 21 Zöller. Das sieht echt nicht so groß aus. Aber dafür die Reifen gehen deutlich breiter. Vorne von 2,75er. Das ist ja nämlich ganz schön wenig. Auf 3,25er vorne. Das haben andere nicht mehr hinten. Und hinten von auch 2,75er geht's. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. What the fuck, ist ja geil. Guck mal hier. 2,75er, 3,95er, 305er, 3,25er, 3,30er, 3,45er. Hat hier sogar 3,55er. Aber, also hier sehr erstaunlicherweise. 395er Schlappen! Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das sind fast 40 cm breite Reifen auf jeder Seite. Andere Autos sind froh, wenn beide Reifen nebeneinander 40 cm sind. Das ist hier ein fucking Reifen. Alter, ist das breit. Machen wir natürlich. So, bei der Reifenmischung. Was Besseres hätte ich gerne, aber Sportreifen reichen. Was wir aber brauchen, ist Leistung. Zwar natürlich mehr Hubraum, aber doch, wir brauchen mehr Leistung. Der Wagen ist ja viel zu untermotorisiert. Mit knapp 700 PS. Ist ja viel zu wenig. Das wird sich wahrscheinlich alles in Rauch auflösen, aber scheiß drauf. So, wir landen dann jetzt im Endeffekt bei 670 kW, also deutlich über 800 PS und 1120 Newtonmeter Drehmoment auf 1,8 Tonnen. Kann man machen, würde ich sagen. Dann soll auch deswegen ganz gut vorangehen oder vor allem auch ganz, ganz gut quer gehen. Ich habe die Lenkung schon auf normal umgestellt. Da kann man vielleicht ein wenig driften. Ich versuche es zumindest ein wenig. Und das in der wunderschönen Stadt Surfers Paradise, in der ich mich gerade befinde. Logischerweise am Festival. Also so im Nordosten am Strand. Und das ist auch das gute Stück hier in einem ziemlich geilen Lila, wie ich finde. Das passt mega, mega geil. Ich bin der Sound, ne?
Muss ich dazu noch was sagen? Das ist einfach nur geil. Das ist fucking geil. So muss das. Aber natürlich hier wie immer die Frage, geht der Wagen tiefer? Oh ja. Oh, geht noch ein bisschen. Sieht auch vorne ganz schön hoch, ey. Und angeblich 0 auf 100. Haha. 3 Sekunden. Ich mach mal lieber 6 draus. Top Speed, der ist in der Tat ziemlich nett. Wenn das mal so behaupten darf. Das ist echt ziemlich geil. So. Na komm. Zack. Ich muss das machen. Ich will nicht fahren. Sondern ein bisschen tiefer. Da hat irgendwie auch so ein bisschen Grip, das Gefühl. Alter. Wenn ich Schlappen hätte, ne? Die 395er. Ich habe noch nie in diesem Spiel ein Auto gesehen, was so breite Reifen aufziehen kann. Herzlichen Glückwunsch, Challenger, neuer Rekord. Verpiss dich. Ob ich hier einfach so mühelos so Fiesta weg, ne, Mazda wegschiebe. Weiß ich nicht. Mazda oder Fiesta. Ich habe ein kleines Problem hier, wir haben zu viel Grip. Also viel Gewicht. Ja, ich auch gerade. Oder warte, die hat voll viel Grip, das geht ja gar nicht. Ich sagen Reifen raus. Ganz einfach. Das Lieder, das sieht echt Porno aus. Doch die wirklich beim neuen Challenger extrem geilen Rückleuchten. Die sehen so besser aus als die alten, so tausendmal besser. Also der alte war von echt nicht so geil, aber hier der hier. Einfach die Rückleuchten, die sehen so Porno aus. Also die Dodge, das war echt geil von denen. Mein Vorder sah da eigentlich sowieso ganz gut aus. Ja. Good job, Forza. Nachdem mir Forza abgeschmiert ist, habe ich jetzt wieder neu gestartet und bin jetzt auch hier wieder am Außenposten drin. Aber Forza schmiert echt oft ab, Alter. Ich würde sogar sagen, fast täglich bei mir. Die Reifen machen wir mal nicht ganz so breit. Das ist echt schon, das sind Walzen. Machen wir mal nur 355er, ja, 4 cm weniger. Und auch machen wir jetzt die Sportreifen runter. Da braucht kein Mensch Serienreifen. Ich will querfahren und nicht normal fahren. Also normal ist bei einem Challenger Hellcat sowieso ein bisschen anders. Es geht auch hoffentlich ein wenig mehr quer. So, dass es mir auch gefällt. So, das ist das gute Stück hier wieder. Ja, mein kleiner Dodge. Ja, wissen wir da. Okay, ich kann mich gar nicht entscheiden, ob links oder rechts. Ich weiß, ich drifte mega schlecht, aber es macht doch mal Spaß, finde ich. Dieser Maschine. Das ist doch kein Auto mehr, das ist. Das ist waffenscheinpflichtig. Zack. Perfekt neben der Laterne geparkt. Ja, also wenn das nicht Screamer war, weiß ich auch nicht. Alter. Ui. Das war knapp. Aber, ja. Ein wenig gedreht.
Nur ein kleines bisschen. Gucke mal. Das fällt mir besser, das war ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat der Grip. Ja, mehr oder weniger. Warum hier? Man merkt, man sieht doch wirklich an jeder Ecke, ich bin Driften überhaupt nicht gewöhnt. Ich mache es sehr selten. Deswegen gibt auch. Es gibt doch locker Millionen Leute, die das besser können als ich. Stört mich aber wenig. Geht ja da den Spaß am Fahren. Den habe ich ja eindeutig. Alter. Krass geil. Hat ordentlich Leistung. Also wirklich mehr als genug. Den vierten Gang noch locker. Ah, das ist mir der Kletterwagen, das geht so nicht. Oh, au! Das war meine Front, die wäre jetzt am Arsch gewesen. Das ist auch nicht zu knapp. Also falls ihr welche Tipps habt, wie ich besser driften könnte, brauche ich mir nicht in die Kommentare schreiben. Ich werde sie eh nicht anwenden, weil ich so selten drifte, deswegen bringt es eh nichts. Naja, Bordstein driften, kann man machen, muss man aber nicht. Warte mal, halt stopp. Genau, ich mach mal kurz einen Punkt hier. Erstmal so im Kreisverkehr, ne? Wir gucken mal, ob der Wagen da so ganz gut ist. Oder ob ich wenigstens da mal halbwegs guten Drift hinlegen kann. So. Ah ja, auch der Innenraum, ne? Man ist amerikanisch ein bisschen typisch, aber er sieht trotzdem auch geil aus. Ist nicht übertrieben sportlich oder irgendwie luxuriös, aber das reicht doch. Das ist nur ein dicken Motor vorne, der auch nicht Dampf macht. Ich hab an genug Spaß. Ein dicker Motor, das trifft ja eindeutig zu. Die Maschine da vorne drin. So, ganz gut Speed jetzt auch noch. Ja moin. Ja moin. Weg Fiat. Ey, wie ich das Fiat einfach so wegschiebe. Jetzt nicht wie so ein Pappkarton da vorne wegschiebe. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist hier irgendwie nicht normal. Ja. Okay, das war der Bordstein. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ah. Ja. Naja, besser als nichts. So, wo fahren wir denn hin? Ich glaube, die Kurven hier oben sind ganz gut eigentlich. Wir fahren mal hier da oben lang. Kann vielleicht noch so ein paar Drifts hinlegen. Ich denke mal, Rennfahren werden wir heute eher weniger. Vielleicht noch eins oder so, das weiß ich noch nicht. Aber sonst war das... Ja, großartig nicht geplant. Danke, Cadillac. Immer diese überragende Intelligenz der KI oder nicht, wäre es eher so KD. Das ist der künstliche Intelligenz, das ist eher so künstliche Dummheit. Ist ja dann Forza so. Wow. So. Mach ich Anna. Da sehe ich aber auch auf der Karte. Aquavet, danke. Arsch rum. Für richtig fetten Arsch rum.
Ja. Ja, guck mal. Das war halbwegs geil. Das nicht. Das war 1A gedreht. Mal im vierten Gang anfahren. Wenn ich's kann. Ja, beim Driften, der ist so ein bisschen eigenwillig. Also in Anführungszeichen driften. Beim Versuch, den Wagen quer zu halten. Das kann man bei mir nicht wirklich driften nennen, was ich veranstalte. Fällt da eindeutig die ganze Praxis. Siehst du wieder links. Moin, Baum, 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 Baum. Danke. Wunderbar. Mit den krassen Drift gesehen. Ich will die Punkte noch haben. Ja, ich kann noch toll singen, ne? Drift. So. Herr Polak, der kann sich gerne speichern. Nein! Och man, du. Ja. Ja, du Kaido, ich weiß, ich hätte auch ausweichen können, aber wenn du schon siehst, dass ich da angebrettert komme, in einem mehr oder weniger kontrollierten Drift, dann kannst du auch gerne mal beiseite fahren. So. Jetzt war Richtung Driftzone, glaube ich. Ja. Und nachgucken, wie viele Punkte wir da schaffen. Sagen 50.000 wäre mein Ziel, schaffe ich wahrscheinlich gar nicht, weil ich ein Loop bin. Das machen wir nochmal. Hat eigentlich eindrucksvoll gesehen, was ich nicht kann. Okay, nee, ich muss die Kurve irgendwie anders anfahren. That make not sense, what I do. But I know. Nothing what I do makes sense. My English is very bad. My driving skills too. Also meine driving skills im Forza sind nicht so geil. Dafür denke ich mal, bin ich im echten Leben doch eigentlich ein guter Fahrer. Jetzt wurde ich mir sehr dafür mega schnell, aber gut ist ja nicht immer nur schnell, ne? Ja. Fuck, ey. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Wupp. Ich habe mich nicht gedreht, das sah nicht so aus. Ich habe mich verguckt. Ja, 50.000 Punkte, easy. Oh Gott. 60.000 Punkte. War noch ziemlich blamabel erzielt. So. Machen wir zu einer Tankstelle. Der Wagen ist natürlich ziemlich durstig. Ich denke mal, so ein echt 15 Liter ist realistisch. Weiß gar nicht. Aber das ist schon zu wenig. Das ist schon bitter, ne? Wenn man denkt, dass 15 Liter auf 100 Kilometer, was das schon echt viel ist, dass es zu wenig ist. Kann ich mir bei dem Wagen mal gut vorstellen. Meint ihr doch bestimmt ein Eco-Programm, aber immer so im normalen Verkehr, wenn du nicht irgendwie immer nur mega spritsparend fährst, dann 15 Liter realistisch. Also normal fahren ist das natürlich, ne? Aber so. Tankdeckel ist links. So. Forza ist auch das einzige Spiel, wo es unter einer Tankstelle regnet. Schön hier, ne? Oh, überdacht von der Tankstelle, aber es regnet trotzdem. Macht Sinn. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Oder fahren wir noch ein Rennen? Könnten wir theoretisch machen, aber ich würde sagen, wir driften mal weiter. Heute mal kein Rennen. Aber so frei Schnauze, würde ich sagen. Tankstelle wunderschön verlassen. Hallo Camaro.
Komm. So, zack. Schild umgefahren. Das war mein Ziel. Es wird am besten aufhören zu driften, weil es wird hier von Minute zu Minute nur noch schlimmer, würde ich sagen. Ja, wie gesagt. Ich fahre sonst nicht mit dieser Lenkeinstellung. Das macht einen Unterschied. Ich drifte sonst nicht. Das erklärt eigentlich alles. Man kann auch bestimmt mit Simlenkung driften, aber das finde ich halt noch schwerer. Aber denke ich mal gar nicht mal so unsinnig, das mal zu versuchen, das mit Simlenkung zu machen. Weil damit fahre ich ja sonst die ganze Zeit. Bin quasi auf diese Einstellung gewöhnt. Das ist halt für mich komisch, mit normaler Lenkung zu fahren. Weil man auch so ein bisschen von Forza unterstützt wird. Ist die Frage, welche Richtung unterstützt. Erstmal wird unterstützt, dass der Wagen sich weniger schnell dreht. Also auch, dass er stabil ist. Das ist natürlich auch so rum wieder schlecht für Drifts, ne? Weil dazu muss der Wagen ja mehr oder weniger instabil sein. Und quer kommen. So, Flughafen. Die Scheinwerfer oder die Rückleuchten, die sind so geil. Was ist da Schönes? Ja, Camaro. Im fünften Gang hier, ne? Und zack, hier um die Laterne gerüftet. Nicht. Warte mal, Soundcheck. So. Wollte ich hier reinfahren, noch nichts zu viel verraten. Oh, ein schöner Tunnel. Hm. Das könnte sehr schön werden. Hören wir mal. Ja. Ist dezent böse, würde ich mal behaupten. Kann man auf jeden Fall machen. Der Wagen macht auf jeden Fall mega Spaß. Ich sage, wir machen nochmal so ein kleines Drag Race hier. Also die typisch amerikanische Disziplin, aber diesmal keine Viertelmeile, sondern ich würde sagen, so circa eine ganze Meile. Das ist einmal von hier bis zum Blitzer. Und guck mal, was wir da für ein Speed drauf kriegen. Also 300 mindestens. Ich würde sagen, geil wäre 3,20. Ich glaube es eigentlich sogar nicht, aber 3,20 wäre richtig geil. Von hier. So, bereit? Ich auch. So. Wir machen noch Grip mittlerweile und ja, marschiert. Und marschiert. So, sechster Gang. So, glaube ich. Obwohl. Das hat, glaube ich, gar nicht mal so schlecht geschätzt. Aber ich schaffe sogar noch ein bisschen mehr. So, dann nach Ankern. 3,26 und die Bremsen, die sind, ja. Ich stehe nicht mal auf der Landebahn. Und das ist leider bitter. So, kurz umdrehen, wieder auf den Asphalt stellen, damit es auch schön aussieht. Um die Folge zu beenden. Und wieder in den Drohnenmodus. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit wieder einem nicht unbedingt weniger geilen Auto. Weiß ich noch gar nicht. Aber das Lila, das sieht schon echt böse aus, ne? Also jetzt mal ohne Spaß. Das passt zum Wagen wirklich mega. So, ich würde sagen, stelle ich mich mal so hin. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.